Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Jeju Tape 2 Bundle von Babasat. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Bundle und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jeju Tape 2 von Babasat, das Ganze schon am 15.12. erschienen. Wir haben heute den 29.12. Ich hatte ursprünglich vor, euch das Bundle zum Release Day am 15. vorzustellen. Leider kam das Bundle bis dahin nicht bei mir an. Ich war dann am 18.12. im Ausland, konnte dementsprechend das Ganze nicht mehr entgegennehmen. Und in diesem Zeitraum, so 18. bis 28., wo ich im Ausland war, dürfte das Bundle wohl bei mir eingelangt sein. Nichtsdestotrotz gibt es heute im Nachhinein noch das Unboxing zum Bundle. Wir haben hier einmal das Album an sich, Jeju Tape 2. Dann haben wir hier eine Gymbag bzw. einen Turnbeutel und ein T-Shirt. Diese drei Sachen im Bundle. Ja, Jeju Tape 2 von Babasat. Der erste Teil ja 3 Jahre zurück. Im Jahr 2014, im Dezember, kam ja Jeju Tape 1. Und nachdem das Ganze noch eingeschweißt ist, schauen wir mal, wo wir das am besten öffnen. So. Also, so sieht das Ganze aus. Jeju Tape 2, HB13 und Ascari präsentiert. HB13 ist das Label von Saat, also Halunkenbande. Und dann haben wir hier einen Haufen weißes Pulver mit einer goldenen Waffe, mit einer goldenen Uzi, ein 50-Euro-Schein und dann hier die Schrift, beziehungsweise ja, das Pulver in Schriftform, Jeju Tape 2. Und hier haben wir dann auch noch eine Messerklinge, eine Cutter-Messerklinge. Verbraucherhinweis, relativ schlicht gehaltenes Cover. Auf der Rückseite haben wir 10 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Shakusa, Herzog und PTK, Zako und Manuelsen. Also bis auf Zako, Sako natürlich alle am Begriff. Also mir zumindest. Sako höre ich in diesem Fall zum ersten Mal, lese ich zum ersten Mal. Mein Lieblingstrack auf dem Album ist der Track Nummer 6. Erzähl mal. Der ist mir speziell hängen geblieben. Credits und ein Barcode. Hier lesen wir nochmal Jeju Tape 2. Dann haben wir hier die CD. Booklet haben wir in dem Fall keines, es ist wirklich nur so ein schlichter Einleger, zweiseitig, Rückseite eben blank schwarz. Die CD genauso gestaltet wie auch schon das Cover. Und dahinter ebenfalls schwarz bzw. grau. Also die CD sieht so aus. Dann haben wir den Turnbeutel. So sieht dieser aus. Also es gab ja ursprünglich ein anderes Cover oder ein anderes Design dazu. Das wurde ja dann irgendwann verworfen. Jetzt haben wir hier diesen Inhalt hier. Also 1985 lesen wir oben, das Geburtsdatum von Saat. Der Pate kommt since 2005. Und dann haben wir hier Saat mit einer Yankees Cap. Und dann hier noch diverse Zeilen. Babasat, ich agiere aus dem Untergrund, Herkunft Libanon, wir bleiben unter uns. Meine Patrone im Lauf, sie ist kugelrund, die Kanone ist laut und die, ja, kann man dann weiter nicht lesen. Da unten geht es dann weiter. Also einzelne Worte, Satzteile sind dann hier wieder unleserlich. Aber wer die Tracks kennt, der kann sicher die ganzen Zeilen hier vervollständigen. Gut, wir haben die Rückseite ebenfalls in blank-schwarz und dann haben wir hier so weiß bzw. ja, hellgraue Schnüre, mit denen sich das Ganze natürlich zumachen lässt. Das Ganze hier unten jetzt nicht verstärkt, irgendwie durch Leder oder Metall. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil man dann hier mit der Zeit so einen Abrieb hat und sich das Seil, die Schnüre hier dann durchwetzen. Es würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwo einen Zettel vorfinden.
Jawohl, das schaut gut aus. Womit wir es zu tun haben? Also, wir haben hier Bags bei Yas Ökotex Standard 100, made in Pakistan. Und das Ganze ist, hier haben wir es, 100% Baumwolle. Tebram GmbH Germany Frankfurt. Okay, und dann haben wir als letzten Bundle-Inhalt, ist da was drin? Nein, es war nur der Zettel, das hat so komisch geknistert. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Meines Wissens, ja, konnte man sich da die Größe auswählen beim Bundle. Also, das Design, das wir auch schon von dem Turnbeutel kennen. Auch hier wieder Sins 2005. Der Party kommt. Rückseite blank schwarz. Und man konnte sich das in der Größe auswählen, deswegen habe ich es natürlich in M gewählt. Es ist ein B&C Exakt 190. Und das Ganze ist wohl, wo haben wir es? Hier ist es zu lesen. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck. 1985 lesen wir hier oben. Dann hier die Textzeilen und darunter noch der Pate kommt, Sins 2005. Schwarz-Weiß, klassische Kombination, aber vom Design her finde ich es ganz gut. Kann man auf jeden Fall gut tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, Größe M, wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dieser Turnbeutel hier und das Album an sich, JJ Tape 2. Das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Babasat unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.